Und damit heiße ich Sie offiziell herzlich willkommen zu unserem heutigen Termin, zu unserem Zollthema reibungslos durch den Zoll mit korrekten und vollständigen Daten, im Grunde genommen zum Perfect Shipment. Mein Kollege Ralf Hausdorf und Michael Berghold, die sind beide Senior Expert Customs Field Support, die werden Sie heute durch diese Session begleiten und werden Ihnen Tipps und Tricks an die Hand geben, wie im Grunde genommen diese vollständigen und korrekten Zolldaten dazu beitragen, dass Ihre Sendung wirklich perfekt ist und deswegen auch reibungslos den Empfänger erreicht. Und natürlich demzufolge Express. So. Nach dem Vortrag werden wir eine kleine FAQ-Session haben. Wir werden zusehen, dass wir den Vortrag so circa 25 Minuten halten, werden dann in diese FAQ-Session starten. Die wird auch, damit es im Grunde nicht zu umfangreich wird, werden wir zusehen, dass wir gegen 16 Uhr auch diese FAQ-Session beenden. Wer dann noch Fragen hat, kann sich natürlich gerne bei uns melden. Wir werden nachher noch eine URL einblenden zu einem Kontaktformular, über das Sie mit uns in Kontakt treten können. Und ansonsten versuchen wir natürlich, in dieser halben Stunde nach dem Webinar Ihre Fragen zu beantworten. Es gibt ja diese F&A-Funktion für Fragen und Antworten. Schreiben Sie Ihre Fragen gerne in die Funktion rein. Wir werden sie dann vorlesen, werden sie dann entsprechend beantworten. Versuchen Sie nicht, den Chat dafür zu nutzen, sondern wirklich diese Frage- und Antwort-Funktion. Da kann man ja auch ein kleines Ranking machen. Das heißt, wenn Sie sehen, oh, das ist eine Frage, die mich auch super interessiert, stellen Sie sie nicht nochmal, sondern geben Sie einfach die Frage Ihr Like. Dadurch wird die nach oben gestellt und wir sehen, dass das eine Frage mit hoher Relevanz für Sie ist und werden die dann auch entsprechend vorziehen. Prima, das war es soweit von mir. Dann gebe ich jetzt ab an meinen Kollegen Ralf Hausdorf. Ja, vielen Dank, Simone. Dann auch von mir ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Webinar Reibungslos durch den Zoll. Ich hoffe, wir können Ihnen auf diese Art und Weise einen kleinen Einblick darin geben, wie die Papiere und die Sendungsdaten, die Sie uns zur Verfügung stellen, dazu beitragen können, dass wir in einer möglichst effizienten und schnellen Art und Weise die Sendung durch den Zoll bekommen. Dazu haben wir in dem heutigen Seminar festgelegt, dass wir mit einer kleinen Einführung starten wollen. Sie hatten ja in den vergangenen Sessions, Sie hatten ja bereits eventuell die Möglichkeit, eine der vergangenen Sessions am Montag zu besuchen. Das war das Thema der Verpackung. Da gab es eben halt einen Kollegen, der sich zum Thema Verpackung mit Ihnen ausgetauscht hat. Und jetzt haben wir heute das Thema Zoll und in den nächsten Tagen dann noch diese anderen Themen, für die Sie sich ja vielleicht auch schon entsprechend angemeldet haben. Wir haben hier mal vorbereitet, um ein besseres allgemeines Verständnis darüber zu schaffen, wie wir denn bei DL Express eine Sendung bearbeiten. Das ganze Spiel mit einem weltweiten internationalen Warenverkehr basiert ja darauf, dass es eine möglichst effiziente Bearbeitung der Sendungen gibt. Und das bedeutet eben halt, es müssen viele Dinge, viele Prozesse Hand in Hand gehen, damit wir möglichst schnell auch die Sendung durch die Zollabfertigung bekommen. Denn letzten Endes gesehen gibt es ja mehrere Stationen, wo die Sendung zollabgefertigt werden müssen. Einmal im Export, dann gegebenenfalls im Transit. Und natürlich im Zielland dann eine Importabfertigung. Was passiert also im Verlaufe einer solchen Sendungsaufgabe? Sie als Kunde buchen eine Sendung. Das heißt also, Sie haben die Möglichkeit, in einem unserer Systeme entsprechende Daten zu erfassen. Das heißt, woher kommt die Sendung, wohin geht die Sendung, was ist drin, was wiegt es, wie viele Packstücke sind das? Das sind so erstmal die rudimentären Angaben, die Sie in dem Zusammenhang angeben. Des Weiteren, was eben zur reinen Sendungsbuchung passieren sollte, ist eben, dass es in irgendeiner Form zur Erstellung einer Rechnung kommen sollte. Das heißt, also entweder eine Handels- oder eine Proforma-Rechnung kann dann mit dabei erstellt werden, beziehungsweise muss dabei mit erstellt werden, eventuell noch ein Ausfuhrbegleitdokument, wenn es erforderlich sein sollte. Wenn Sie diese Daten und auch diese Papiere beisammen haben, dann ist im nächsten Schritt dann diese Papiere und diese Daten an die DHL übermittelt werden. Und zwar an die Abgangsstation zunächst mal. Die Abgangsstation führt grundsätzlich gesehen erstmal einen Plausibilitätscheck durch. Das heißt also, habe ich jetzt auf der einen Seite nicht eine Sendung, die laut AWB, sage ich jetzt mal, von Deutschland nach China gehen soll, aber ich habe zum Beispiel eine Rechnung dabei, die von Deutschland nach Amerika geht. Das ist dann so der erste Schritt.
Des Weiteren werden dann die Papiere, die von Ihnen als Versender gekommen sind, entsprechend geprüft auf Vollständigkeit und gegebenenfalls nachgearbeitet. Dann wird ein sogenannter Customs Alert erstellt. Dieser Customs Alert besteht eben halt aus den Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, zum einen, und auf der anderen Seite aus den Papieren, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Dieses Konsortium nennt man dann letzten Endes Customs Alert. Und das, was dieser nette aufgeklappte Laptop in der Mitte des Bildes signalisieren soll, ist letzten Endes einfach nur, dass zu diesem Zeitpunkt bereits die Sendungsdaten und die Papiere für uns in unseren Systemen weltweit zur Zollabfertigung zur Verfügung stehen. Denn zu diesem Zeitpunkt, wo die Sendung sich gegebenenfalls entweder noch bei Ihnen oder allenfalls an der Abgangsstation befindet, bereiten wir bereits im Hintergrund alles vor, um eine zügige Export-, aber auch eine Importabfertigung durchführen zu können. Die nächsten Schritte sind dann ja, dass diese Sendungsdaten, die Papiere natürlich auch, entsprechend weitergeleitet werden. Das heißt also, sie gehen eben halt über das Outbound-Gateway an das nächste Verteilzentrum. In dem Fall ist das jetzt hier das Hub Leipzig zum Beispiel und dann zum Inbound-Gateway. In der Zwischenzeit passiert eben halt eine entsprechende Exportabfertigung. Dann gibt es eine entsprechende Abfertigung im Import-Gateway. Und dadurch können wir eben halt so effizient arbeiten, wie wir es eben halt tun. Das heißt, also, wir haben zwar einen Sendungsverlauf, der alle diese einzelnen Stationen abklappert, aber wir machen im Grundsatz die einzelnen Abfertigungsschritte dazwischen, die machen wir grundsätzlich eben halt schon dazwischen. Ja. Im Endeffekt führt alles das dazu, dass die Sendung eben einen möglichst reibungslosen und möglichst schnellen Transfer bekommt von der Abgangsstation bis zum Ihnen bzw. bis zu Ihrem Empfängerkunden. Das sind so die notwendigen Schritte. Dadurch generieren wir eben halt die Zeit, dadurch, dass wir eben halt in der Abgangsstation bereits mit den Papieren tätig werden können, mit den Sendungsdaten tätig werden können. Dadurch gewinnen wir die Zeit, die wir während dem Flug eben halt erzeugen, dass wir eben halt die Zollabfertigung realisiert bekommen. Um das in einer schönen und sichtbaren Reihenfolge mal darzustellen, haben wir Ihnen dieses Bild zusammengestellt. Ich würde Sie jetzt gerne einen nächsten Schritt mal in die Mitte rechts zum Hub Leipzig mitnehmen und Ihnen gerne mal eine Nacht am Hub Leipzig zeigen, wie das eben dort auf dem Vorfeld vonstatten geht. Sie sehen, es wird dunkel, es kommen viele Flieger rein. Es ist sehr wuselig. Der Mond geht auf und die Flieger gehen schon wieder raus. So sieht das im Zeitraffer am Hub Leipzig aus. Es ist jetzt so, dass ich jetzt hier die Flieger nicht mitgezählt habe, die da durchgegangen sind. Ich gehe davon aus, dass es Ihnen ähnlich ergangen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass wir zu Spitzenzeiten, wie wir sie jetzt haben, dass wir da teilweise bis zu 100 rein- und rausgehende Flieger jeden Tag haben. Das heißt also, genau dieses Prozedere passiert eben halt 100 Mal jede Nacht rein- und rausgehend. Als nächsten wichtigen Schritt haben wir Ihnen hier mal zusammengestellt, was für uns wichtig ist, insbesondere auf dem Weg eine Sendung zu buchen. Sie haben, das sind ja jetzt erstmal, wir haben hier beispielhaft die Daten einer AWB mal angegeben und wollten damit darstellen, was wir hier notwendig erachten, damit die Daten vollständig und auch korrekt angegeben sind. Das könnten zunächst ja mal, ist das allerwichtigste Entscheidungsmerkmal, welchen Sendungstyp wir anzugeben haben. Der Sendungstyp ist ja, definiert sich in der Hauptsache zunächst mal zwischen dem Sendungsinhalt und dem Empfangsland. Das heißt also, zunächst mal kann man unterscheiden zwischen einer Dokumentensendung und einer Warensendung im weitesten Sinne. Hier bei uns innerhalb Europas kann man gegebenenfalls auch noch
das Kriterium der, des innereuropäischen Versandes noch mit hinzurechnen, dann stünde eben halt da auch kein ECX, kein BPX, sondern ECX. Und da hätten Sie dann noch einen weiteren Produktcode, aber grundsätzlich unterscheidet sich zunächst mal zwischen einer Warensendung für Worldwide Parcel Express, also für eine WPX-Sendung, oder eben halt eine Dokumentensendung, was dann eine DOCS-Sendung wäre. Was allerdings beide gemein haben, sind eben halt die grundsätzlichen Angaben, die eben erforderlich sind, sind zunächst mal eben halt der Absender inklusive dem kompletten Ansprechpartner, dem kompletten Namen des Ansprechpartners, und das Gleiche beim Empfänger, wo eben auch entsprechend die Daten angegeben sein müssen, und ganz wichtig als zweiten elementaren Punkt eine korrekte, vollständige und vor allen Dingen auch englischsprachiger Inhaltsabgabe. Eine Angabe von generischen Begriffen, wie zum Beispiel Machine Parts, Samples, Parts oder ähnlicher sehr allgemeiner Begrifflichkeiten, ist an der Stelle leider nicht möglich und wird in der Folge dazu führen, dass die Sendungen aufgrund von Nachfragen durch den Zoll mit Sicherheit erstmal stehen bleiben, denn das muss genauer erklärt werden. Der Zoll möchte dann in der Regel auch die Papiere dazu sehen, und wenn die dann entsprechend auch vielleicht nicht aussagekräftig genug sind, dann haben wir auf jeden Fall eine größere Verzögerung. Das kann man vermeiden, indem man gleich vernünftige Sendungsdaten angibt und vernünftige Inhaltsangaben. Wichtig ist, dass man sich natürlich an der Stelle ganz klar darüber informieren muss, was auf der Rechnung steht. Das ist insofern also ein ganz elementarer Punkt. Als weiteren nächsten wichtigen Punkt, hier haben wir ja zunächst mal die AWB, also sprich alle Sendungsdaten, aber den nächsten wichtigen Teil, und das ist die Rechnung. Denn das ist ja der zweite Teil, den wir zumindest mal benötigen, denn die Rechnung bietet ja auch die weitere Grundlage für die Zollabfertigung. Wir haben jetzt hier mal exemplarisch eine Rechnung mit entsprechenden Darstellungen von einem Versender, von einem Exporteur, von einem Empfänger und einem Importeur, sowie alle entsprechenden weiteren Angaben zum Produkt und dergleichen mehr. Wir wollen die Felder jetzt mal gerne exemplarisch einfach mal durchgehen in der entsprechenden Reihenfolge. Natürlich müssen die Rechnungen vom Design ja nicht hundertprozentig genauso aussehen, wie sie jetzt hier ist. Das sollte ja nur mal ein schönes Exemplar sein, so wie es aussehen könnte, wie es vielfach auch aussieht. Aber leider eben natürlich nicht alle. Was haben wir also hier als erstes? Wichtig ist erstmal natürlich der Versender. Für den Versender gilt eben das, was für die meisten anderen Felder auch gilt. Wir brauchen einen Absender mit vollständigem Namen, mit der Adresse und den entsprechenden Kontaktinformationen. Wer ist Ansprechpartner? Der auch mit vollständigem Namen und auch eine entsprechende Telefonnummer. Das Gleiche gilt genauso für den gegebenenfalls vorhandenen Exporteur. Denn der Versender kann ja auch ein Lagerhalter sein und muss demzufolge nicht mit dem Exporteur der Ware übereinstimmen. Auch hier ist es erforderlich, dass eine entsprechende Kontaktperson angegeben ist, zusätzlich auch mit einer Telefonnummer. Und da es ja um den Exporteur geht, das heißt, das ist der förmliche Ausführer, kann es notwendig sein, dass die EURI-Nummer auch noch zusätzlich angegeben werden sollte. Als nächster käme dann der Empfänger. Für den gilt genau das Gleiche. Auch hier Ansprechpartner der Kontaktperson, eine entsprechende Telefonnummer mit dabei, damit das entsprechend komplett ist. Und dann das gleiche Spiel noch einmal für den Importeur, wenn es denn eben halt einen gibt, der nicht der Empfänger der Ware ist. Auch hier die entsprechenden Kontaktangaben. Für Europa wäre gegebenenfalls hier auch die Angabe der EURI-Nummer möglich. Das hilft auf jeden Fall an der Stelle noch durchaus auch nochmal zusätzlich. Ist keine Notwendigkeit, kann man aber auf jeden Fall machen. Der nächste wichtige Bereich, den wir hier in dem Zusammenhang erwähnen müssen, ist der Bereich hier in der Mitte, denn da werden häufig eben gar keine vernünftigen Angaben gemacht oder gar keine Angaben gemacht, denn auch solche Details wie eben zum Beispiel, um was für eine Art von Rechnung handelt es sich?
Ist das eine Handelsrechnung oder ist es eine Proforma-Rechnung? Und welche Nummer diese Rechnung hat und welches Datum? Das sind alles wichtige Dinge, die in der Zollanmeldung angegeben werden müssen. Und demzufolge macht es auch Sinn, dass man sie hier auf der Rechnung mit darstellt. Die Art der Rechnung, Proforma oder Commercial, ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Die Unterscheidung liegt daran oder darin begründet, eine Proforma-Rechnung begründet in der Regel keine Zahlung. Das heißt also, es gibt lediglich die Angabe der Proforma-Rechnung, es gibt vielleicht einen Proforma-Wert und dieser Proforma-Wert löst am Ende keine Zahlung aus. Dagegen steht eben eine sogenannte Commercial Invoice, also eine Handelsrechnung, die darin begründet liegt, dass es eben halt ein Kaufgeschäft dem Ganzen zugrunde liegt und von daher eben in der Regel dann auch unten dann der als Reason for Export zum Beispiel ein Verkauf anzugeben ist. Dann kommt der weitere wesentliche Begriff, der oftmals unterschätzt wird, ist eben die aussagekräftige Warenbeschreibung. Hier ist es halt wirklich wichtig, eine sehr aussagekräftige Beschreibung zu haben. Allzu häufig kommt es eben vor, dass hier einfach nur alphanumerische Artikelbezeichnungen angegeben werden. Ich sage jetzt mal, es ist ja schön und für manche Firmen total klar, was ein ABC 123 sein mag. Dennoch ist das aber nicht zwangsläufigerweise für alle vollends erklären, auch nicht, wenn damit zusammen eine Warentarifnummer angegeben wird. Hier ist also im Prinzip die Mischung das richtige Mittel, sprich einmal eine aussagekräftige Warenbeschreibung, dass es zum Beispiel um eine Führung aus Aluminium für eine entsprechende Maschine sich handelt, um Halbleiterbauelemente herzustellen zum Beispiel, dann die entsprechende Warentarifnummer, zusätzlich gegebenenfalls noch auch eine Artikelnummer, wenn das entsprechend vorhanden ist. Daraus wird dann die entsprechende Mischung. Des Weiteren sind erforderlich das Ursprungsland, die Stückzahl, die in der entsprechenden Position benannt sind. Das wären dann hier in dem Beispiel eben halt mal 10 von den Päckchen, A10 Stück von den Schutzmasken. Gegebenenfalls eine besondere Maßeinheit. Es gibt zum Beispiel manche Waren haben zum Beispiel besondere Maßeinheiten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel textile Gewebe zum Beispiel. Da gibt es Quadratmeter als besondere Maßeinheit. Dann gibt es, sage ich mal, Getränke im weitesten Sinne irgendwelche Öle. Da hat man dann zum Beispiel eine Literangabe, ein Volumengewicht anzugeben und so weiter und so fort. Das kann ebenfalls zusätzlich angegeben werden. Des Weiteren hat man hier den Einzelpreis mit anzugeben und natürlich den entsprechenden Gesamtpreis sowie natürlich am Ende die Summe der Positionen. Nicht zu vergessen die Währung. Es kommt gar nicht so selten vor, dass aus irgendwelchen Gründen zwar schöne Beträge da stehen, aber leider die Währung nicht mit angegeben ist oder an, sagen wir mal, völlig ungeeigneter Stelle irgendwo anders auf der Rechnung steht, wo man sie nur schwer findet bzw. leicht übersehen kann. Was an der Stelle unten drunter, wo der Total Value angegeben ist, als Gesamtwert noch anzugeben ist, sind unter Umständen auch noch weitere Hinzurechnungen, die gegebenenfalls noch mit hinzuzurechnen sind. Dazu zählen neben den hier schon angegebenen Frachtkosten oder Versicherungskosten unter Umständen auch Werkzeugkosten oder auch Lizenzgebühren und sonstige wertsteigernde Maßnahmen, die eben halt dem Kunden in Rechnung gestellt werden und die demzufolge auch Bestandteil der Zollwertkalkulation sind und auf denen auch Einfuhrabgaben zu zahlen sind. Dann haben wir die nächste Sektion. Das sind die Themen Gewicht, wie viel Kartons haben wir hier und natürlich ganz wichtig der Incoterm mit dem entsprechenden Ort der Verbringung. Der wird eben auch ganz gerne mal vergessen. Da ist es eben wichtig, dass eben nicht nur der Incoterm benannt wird, sondern eben halt auch der dazugehörige Ort. Das ist in dem Fall jetzt hier eine Ex-Works-Lieferung, da die Sendung aus Kabelsketal kommt, ist also dann der Incoterm entsprechend EXW Kabelsketal. Was ich auch schon erwähnt hatte, ist eben, dass der Grund der Ausfuhr hier noch benannt werden sollte, nämlich, dass es sich in dem Fall jetzt hier um einen Verkauf handelt. Gehen wir mal davon aus, dass das auch zum Beispiel genauso gut eine Reparatur, eine Rückware oder dergleichen mehr eine Mustersendung sein könnte. Und nicht zuletzt haben wir jetzt hier noch in Ergänzung
ein weiteres, auch mit im Zusammenhang mit dem Warenverkehr mit England aufgekommenen Thema, nämlich dem eventuellen präferentiellen Ursprungserklärungssatz. Das ist der Satz beispielhaft, wie er denn damit runterstehen könnte. Ich denke, in Teilen, wenn Sie Warenverkehr mit der Schweiz betreiben oder auch eben jetzt neuerdings mit UK, dann dürfte Ihnen der Satz nicht ganz neu sein. Ich wollte ihn der Vollständigkeit halber hier mal mit angebracht haben, einfach aufgrund der Tatsache, weil in den Medien relativ stark darauf abgezielt worden ist, dass Sendungen aus England nach Deutschland zollfrei seien, was nur teilweise richtig ist. Denn wir haben halt die Herausforderung, dass das nur dann ist, wenn die Ware entweder tariflich zollfrei ist. Das heißt also, dass es keinen Zoll auf eine bestimmte Warentarifnummer gibt. Oder dass eben eine entsprechende Präferenz richtig angegeben ist. Wenn beides nicht zutrifft und die Ware tariflich nicht zollfrei ist, keine Präferenz da ist, dann bedeutet das, dass der entsprechende Zollsatz zur Anwendung kommt. Leider ist es eben so, dass auch bei den Präferenzen hier häufig nicht der komplette Text korrekt dargestellt wird. Das ist hier der komplett richtige Wortlaut aus dem Trade and Cooperation Agreement mit England und dieser Satz muss genau so darauf stehen. Ansonsten kann das leider nicht anerkannt werden. Was ich ergänzend hier zu den Darstellungen noch sagen möchte, ist, wir haben jetzt derzeit noch das Regularium so, dass wir einerseits auf der einen Seite die AWB-Daten haben, dass wie Sie zurzeit eine Sendung bei uns buchen, das, was Sie uns an Daten übergeben. Das ist der Teil AWB. Zusätzlich übergeben Sie uns als Dokument die Papiere, eine Rechnung, gegebenenfalls ein Ausfuhrbegleitdokument. Aber zumindest mal die beiden Teile AWB und Rechnung wachsen in Zukunft zusammen. Das heißt also, auf Anforderungen des Zolls, insbesondere auch auf Anforderungen der EU-Kommission, wird es so sein, dass ab in etwa 2 Jahren, bedingt durch die weiteren Phasen von ICS2, dass da eine Notwendigkeit besteht, dass Sie uns neben den reinen Sendungsdaten weiterhin im Prinzip sämtliche Daten, die jetzt zurzeit nur auf der Rechnung stehen, auch in digitaler Form mit dem AWB zusammen melden müssen. Der Hintergrund ist, dass wir auch diese Daten dem Zoll weitermelden müssen. Das geht dann eben halt auch so weit, dass zum Beispiel auch Warentarifnummern und Warenangaben und Werte in dem Zusammenhang auch mit an den Zoll gemeldet werden müssen. Da geht es dann um das Thema ICS2 Phase 2. Das ist noch relativ lange hin. Das sind noch in etwa 2 Jahre, bis das soweit sein wird. Aber da ja hierfür unter Umständen größere Anpassungen erforderlich sein werden, bedeutet das ja, dass man hier in dem Zusammenhang vielleicht ja rechtzeitig loslaufen muss, um das entsprechend richtig programmieren zu können. Da sind Sie wahrscheinlich in den vergangenen Wochen schon von Ihrem Vertriebsmitarbeiter oder von Ihrem IT-Mitarbeiter dazu angesprochen worden, um das gegebenenfalls zukünftig anzupassen. Das wird sich innerhalb der nächsten 2 Jahre so vollziehen. Wir haben Ihnen hier zum Abschluss noch 2 Links mit hier auf den Weg zu geben. Da haben wir die entsprechenden weiterführenden Informationen, die einerseits ich jetzt Ihnen gerade erzählt habe und andererseits eben einen kleinen zusätzlichen Ausblick, auch nochmal zurückgegriffen auf eine Information, die wir bereits im März Ihnen gegeben haben zum Thema ICS2, da nochmal zusammengestellt, damit Sie die Möglichkeit haben, das auch nochmal nachzulesen. Und Sie bekommen natürlich, wie Frau Felder schon angekündigt hat, dann auch die entsprechenden Links dann nochmal zur Verfügung gestellt, für den Fall, dass Sie es hier jetzt nicht abschreiben konnten. Am Schluss lassen Sie mich sagen, denken Sie einfach daran, dass es immer bei jedem Versand vieler beteiligter Parteien Bedarf, damit eine Sendung schnell durch den Zoll gehen kann. Denken Sie daran, Sie schicken eine Sendung. Sie machen hier sehr viel
legen sehr viel Aufmerksamkeit darauf, dass die Daten und die Papiere vollständig und rechtzeitig alle vorhanden sind. Das Gleiche, damit eben halt in einem Zielort die Verzollung, Importabfertigung und natürlich auch vorher die Exportabfertigung ordnungsgemäß passieren kann. Umgekehrt gilt es aber natürlich auch, dass die Versender, die an Sie schicken, das genauso tun sollten, denn das ist letzten Endes gesehen das andere Ende der Medaille, die andere Seite, wo man eben sagen muss, auch die müssen mitarbeiten, damit wir auf der Importseite weniger Probleme haben. Das heißt, es sollte sichergestellt sein, dass entsprechende Anweisungen vorliegen, bevor die erste Sendung kommt, dass die Papiere vollständig sind, dass die Datenerfassung passt. Nur dann haben wir alle was davon. Und das ist ja eben halt auch Bestandteil dieser globalen Initiative. Insofern bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.